Ah, da ist er. Da ist er. Hey, Freund Nase. Flupp, die Wupp. Weg ist die Rübe. Schön. Noch einer? Ja, da kommt noch was. Oh, oh, oh. Lauf, 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 Leo. Ah. Alter Schwede, was ist denn mit der los? Oh, oh. Energie, Energie, lauf! Oh, oh. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Diese kleinen Mistviecher. Die sind auch schwierig zu treffen, wie die rumhüpfen und so. Aber schön ist natürlich, dass wir hier gleich noch ein bisschen Säure mit rausnehmen. Und nicht wenig. Ich werde mal auch gleich was... gleich was ausprobieren. Und zwar, ob ich die extra farmen kann für Säure. Nee, nicht wirklich. Aber wir kriegen noch mehr Fleisch. Das soll ich mir mal angewöhnen. Das ist nicht wenig wert. Nicht wenig. Aber hier kein Fleisch, okay. So. Jetzt aber, ne? Ich glaube, wir bleiben bei der Schrotflinte, bis wir einen Gegner am Horizont sehen. Und dann können wir immer noch ganz entspannt und unentdeckt diesen Gegner aus der Ferne eliminieren. Ja, zitter du mal schön darum. Alles cool. Ihr seid nicht mein Problem. Oh, die ist aber geräumig hier, die Höhle, ne? Hier gibt es bestimmt überall Erz und ich laufe die ganze Zeit dran vorbei. Aber wir haben jetzt schon eine ganze Menge eingepackt. Nicht wenig zumindest. Nicht wenig. So. Seine Geburt. Er war der Erste. Der Erstgeborene des Waldes, blutige Tränen fielen von seinen Zweigen herab und so teilte er sie mit allen Gläubigen. Okay, eine Sekte war das. Angeführt von der verrückten Lady. Von dieser verrückten Lady aus dem Terminal. Mal gucken, vielleicht treffen wir die hier. Als Wendigo oder so. Ist mutiert. Na, ja, ist hier wer? Ich traue der Ruhe gerade nicht. Das ist immer... in solchen Höhlen und Bergwerken ist das auch... naja. Ist das auf jeden Fall so eine Sache. Hi. Hat er nicht mitbekommen? Ups. Jetzt sehe ich nicht mehr. Oh! Lauf, lauf! Schön entspannt bleiben. Schön entspannt bleiben. So, was kriegen wir hier? Schwarzes Titan brauchen wir gerade nicht. Nein, Heinzer, schwarzes Titan brauchen wir gerade nicht. Und ansonsten, nee, gar nichts. Alles cool, wir können weitermachen. Und das ist der andere Durchgang. Nee, ich bleib mal lieber bei der Schrotflinte. Einfach mal lieber bei der Schrotflinte bleiben. Probengefäß, mm-mm. Eigentlich nur Blei. Und Kupfer natürlich. Da ist es. Es hat sich versteckt. Jede Menge Blei. Steck ein, mein Freund. Es wäre natürlich irgendwo auch cool, wenn das Erz abbauen so ein bisschen hier... Nee, stopp, Kristall will ich gar nicht. Das Erz abbauen so ein bisschen wäre wie... wie bei Skyrim. Wenn man wirklich hier mit einer Spitzhacke stehen könnte... den ganzen Kram fein säuberlich abhacken müsste. Ach Mensch. Naja. Aber so ist auch schön, dass es überhaupt Erze gibt. Mach mal einfach Licht aus. Das Problem ist nur, ich sehe sie dann auch nicht. Na, haben sie mich schon? Haben sie mich schon? Ach ja, mir ist übrigens auch was ganz Cooles aufgefallen. Und zwar, als ich mir zwischen den Aufnahmen... grüner Glibber eingepackt habe, habe ich festgestellt, dass grüner Glibber mit unseren
normalen Sniper-Gewehrkarten gebufft wird. Naja, weil es ein nicht automatisches Gewehr ist. Aber irgendwo ist es ja doch automatisch, ne? Aber trotzdem, ja, wird dadurch gebufft. Und nicht wenig, aber das möchte ich jetzt hier an den Höhlengrillen eigentlich nicht verschwenden. Ja. Unsere wertvolle Munition für grüner Glibber. Ja, eine legendäre, aber das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Die könnte schwierig werden. Die könnte wirklich schwierig werden. Lob. Und weg, weg, weg. Das Ding ist, ich kann hier nirgendwo raufspringen und das ist sonst meine Taktik, das kennt ihr ja. Weg, weg, weg. Okay, jetzt kriegt sie noch einmal Energie. Oh oh. Aua. So, gerade in der Powerrüstung sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir wirklich mit niedrig Energie spielen wollen, weil wir haben sowieso gerade nicht die Adrenalreaktion und die Rüstungsteile, die davon profitieren, dass wir wenig Energie haben, haben wir gar nicht dabei. Die haben wir nicht dabei, deswegen können wir auch mit viel Energie spielen, bis wir wieder die Adrenalreaktion haben. Machen wir jetzt einfach mal, ne? Da hätte ich natürlich auch schon früher drauf kommen können, aber zumindest sind wir bis jetzt nicht gestorben. So, erstmal ein schönes, kräftiges Red Away in Ruhe hier nehmen, ne? Kann ich von euch noch einen erwischen von hier oben? Ja, so ein bisschen, ne? So ein ganz klein bisschen. Stopp. Falsches Loadout. Ich glaube, genau so ist es passiert. Also entweder habe ich vergessen, das Loadout zu wechseln, oder ich war im falschen Loadout, als ich meine Mutation in der Einschlagszone verloren habe. So, und noch eins. Ja, noch eins. Jetzt lädt er sich einfach auf. Ist das nicht super? Ich glaube, das macht auch eine Mutation. Das wirkt nicht mehr, ne? Ich kann jetzt wieder wechseln. Ich habe da immer so Panik, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, ne? Muss man wirklich warten, bis das Red Away komplett seine Wirkung verloren hat oder nicht? Aber ihr habt mir das ja eigentlich schon bestätigt in den Kommentaren. So, jetzt nicht vergessen, da liegt was Legendäres. Und das kann man immer gut gebrauchen hier in diesem Spiel. Oh, wie viele Gegner gibt es denn hier bitte noch? Kurz mal die Mutation checken. Nee, ist noch alles in Ordnung. Ist alles noch in Ordnung. Aber ein bisschen Durst habe ich. Wo haben wir denn hier das Maissüppchen? Okay, weiter geht's, ne? Ich sehe keinen von euch. Doch, da. So ein bisschen rumfrickeln, aber der Explosion, der reicht nicht aus, um die Viecher wirklich fertig zu machen. Ach, das ist die, ne? Die man gar nicht killen kann. Sehr gut, Leo. Die andere ist gerade... Ist weg. Ist weg. Wo ist unsere Legendäre? Na, nicht die ans Ziel. Wo ist sie hin? Da hinten. Wo ist die Legendäre? Wo ist die hin? Die darf ich hier nicht liegen lassen. Da ist legendärer Kram drin. Den brauche ich. Ah! Das ist sie nicht. Na. Weg! Mistviech, du. Fleisch und Säure nehme ich mit. Und ein bisschen extra Fleisch. Ich bleib mal kurz bei der Flinte. Wo ist die Grille? Nicht, dass die weggeglitscht ist. Das ist mir schon mal passiert. Da ist sie. Doppelschuss, handgefertigt. Oh mein Gott, ich muss meine 556er aus dem Laden nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch schon mal was. Ne? Das ist doch schon mal was. Wir haben endlich was, was vielleicht besser als das Sturmgewehr geeignet ist, unsere wertvolle 556er Munition zu verballern. Mai, oh Mai, gleich mal checken.
gleich mal checken. Die werden wir natürlich vorher ein bisschen ausbauen, bevor wir sie benutzen. Wenn wir sie dann benutzen, aber... Jetzt gucken wir erstmal. Okay, Grundschaden 78. Und ich bin gerade im Schrotflinten-Buff-Modus. Ich wechsle mal zu automatischen Waffen. Das ist eine automatische Waffe. Stopp, hä? Dann macht die weniger Schaden. Ist das Teil ein nicht automatisches Gewehr? Warte mal, das können wir ja gleich mal ausprobieren. Es ist ein nicht automatisches Gewehr. Das wusste ich gar nicht. Vielleicht können wir daraus so eine Sniper-Alternative bauen. Eventuell. Ist zwar jetzt nur 2 Stern und Stufe 45. Aber gut, das könnte bei der Waffe auch der höchste, die höchste Stufe sein. Der höchste Level, wollte ich sagen. Cool. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Na gut, dann machen wir weiter. Puh. Jetzt haben wir fast die Grille nicht gefunden. Die war ja so ein bisschen weggeglitscht. So ein ganz klein bisschen hing sie im Boden fest. Aber Vorsicht, das wird nicht die letzte Höhlengrille gewesen sein. Ich habe sie ja früher ganz gerne Höllengrille genannt. Nee, davon will ich nichts mehr. Und ich habe jetzt schon völlig die Orientierung verloren. Ich glaube, wir sind hier lang gelaufen, ne? Und dann kam da hinten rechts, kam dann die Höhle. Wo die Höhlengrillen rauskamen. Ja, da sind sie wieder, ne? Sind hier noch welche? Ja, da ist eine. Okay, die ist glitschig, ne? Die ist glitschig, aber die nicht. Die bewegt sich nämlich richtig. Und die andere ist illegal. Die ist absolut illegal. Alles cool, ne? Schön stehen bleiben. Ja, bist ein süßes Höhlengrillchen. Du kleine Schnuckelmaus, du. Aber hier ist... Doch, da ist Ernst. Kristall. Kristall. Da oben ist noch was Dunkles. Ist das abbaubar? Nein. Ist das biologisch abbaubar? Nichts weiteres Abbaubares hier. Hier vielleicht, da, die Ecke? Nee, das sah gerade so dunkel aus. Kristall. Aber auch gut zu wissen, ne, dass man hier ein bisschen Kristall mit rausnehmen kann. Wenn man es dann mal irgendwann in größeren Mengen braucht, dann geht das schon, ne? Was haben wir hier? Kann man das knacken? Nee, aber man kann... Ah... Warte mal, wir haben noch gerade vorhin einen Zettel bekommen gehabt. Da war eine Nummer drauf. Die sollten wir da mal eingeben. Aber wir sollten uns vorher auf den Kampf vorbereiten. Was ist hiermit? Das kann man doch normalerweise abbauen. Was soll denn das? Das ist doch ein abbaubares Stückchen. Na gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir dieses Blei halt. Und oh, hier muss man ja wirklich aufpassen. Das zum Thema entspannt Fallout 76 spielen. Vollste Konzentration brauche ich hierfür. Ansonsten renne ich noch an viel mehr Dingen vorbei. Aber jetzt erstmal zu dem Code. Und dann der Kampf. Ich kann dich jetzt nicht zufällig schon... Nee, ne? So, klar. Notizen. Stadt verlassen, was ist das? Nein. Er stimmt zu. Schmuggler versteckt, das war's, ne? So, 238, 963. Mal gucken, ob ich mir das mit einmal merken kann. 238 und 963. So, 238 und 963. Hallo Höhlengrille! Vorsichtig. Gleich mal ausnutzen, dass wir hier den ersten Schuss haben. Bist du Buggy? Bist du Buggy? Ja, sie ist... Nicht Buggy! Und Licht an. Rein geht's. Zugriff! Zugriff! Blei and clear. Fleisch, Säure. Extra Fleisch! Ja, komm schon. Nein? Na dann halt eben nicht. Stopp, vorsichtig. Falsches Loadout. Doch mehr Fleisch. Ist ja großartig. Bin sehr überrascht.
Berghonig, Krug für schwarzgebrannten, Kampfflinte, nein, Splittergranate, Kryogranate, ach komm, wir brauchen später was zum Verkaufen, Kristall brauche ich nicht, oh, hier ist ein bisschen was, ne, gut, Vorkriegskälte, ja, super, Stoff, wir werden nie wieder Stoffmangel haben, doch, wahrscheinlich schon, ja, aber wir wissen jetzt zumindest, wo wir das dann angehen können. Aber kein Blei. Kein Blei. Aber zumindest haben wir uns daran erinnert, wo der Code war. Es gibt viele, die daran vorbeilaufen. Wobei, die haben auch nicht viel verpasst, aber trotzdem. Wir waren drinne. Wir wissen jetzt, wie die andere Seite aussieht. Boah, so viel Blei, das ist schön. Aber wenig Kupfer. Wahrscheinlich gibt es hier gar kein Kupfer. Aber das finden wir schon. Oh oh, eine weitere Abzweigung. Jetzt wird's kriminell. Und ich hab's ja schon oft erwähnt. Hier eine lokale Karte, das wäre ein Segen. Ich spiele nebenbei gerade auch Fallout 3 mit jeder Menge Mods. Das sieht wirklich aus wie Fallout 3 2020. Wie ein Remake, ein richtiges Remaster. Und da genieße ich voll, sehr voll, genieße ich da die lokale Karte in den Ortschaften. Aber, naja, das Schießen ist da, ne? Fallout 3 ist kein Shooter, aber ist noch mehr Rollenspiel. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Oh yeah, Blei! Ich hätte viel früher hierher kommen sollen. Viel früher hätte ich auf euch hören sollen. In Sachen Lucky Hole. Aber schön. Schön. Auch wenn ich jetzt hier den ein oder anderen Gang doppelt und dreifach ablaufe, lieber einmal zu viel lang gelaufen als einmal zu wenig. Das minimiert die Chance, dass ich hier irgendwas übersehe. Und die Knarre halt, ne? Echt übel. Unsere erste wirklich zu gebrauchende handgefertigte Waffe. Also dieses handgefertigt. Wahrscheinlich ist das, bedeutet das handgefertigtes Gewehr oder sowas steht da. Kann sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist eventuell. Oh, hier geht's auch lang. Oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich bin. Ein Glück haben wir eine Lampe. Eine schöne Lampe. Ein bisschen was zu trinken habe ich auch, aber nichts zu essen. Doch, rohen Mais habe ich noch. Rohen Mais. Und ich habe das Gefühl, umso tiefer wir hier gehen, umso schlimmer wird's. Und das dicke Ende kommt noch. Das habe ich nicht gedrückt. Ich sag ja, es wird immer schlimmer. Oh oh. Würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo ein Wendigo auftaucht oder so. Kurz mal abscannen. Ne, hier ist nichts. Alles cool. Wir können eintreten. So ein paar Leuchtfackeln wären auch ganz cool, wenn man, dass man größere Bereiche so ein bisschen ableuchten kann. Oh. Dann, ne, wenn man vom Teufel spricht. Wir brauchen gar keine Leuchtfackeln. Wir nehmen einfach ein buggiges Beleuchtungssystem. Das geht schon in Ordnung. Aber hört ihr das? Was ist das? Das... Wow. Alter Schwede, jetzt kriege ich richtig Angst. Das muss ich fotografieren. Damit hat wirklich, nur wirklich niemand gerechnet, dass wir sowas hier finden. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Aber falls nicht, ich gehe gleich nochmal rüber. Wir müssen auch ein Bild schießen. Aber erstmal möchte ich mir das hier ganz genau angucken. Alter, hallo? Was ist das? Das habe ich im ganzen Spiel bisher noch nicht gesehen. Ein einzigartiges Stück Environment. No way, noch nie habe ich das gesehen. Das sieht so ein bisschen nach Bioshock aus. Vielleicht geht's hier nach Rapture. Nee, aber ich kann hier gerade nichts machen. Und raus komme ich auch nicht mehr. Doch, Glück gehabt. Es vibriert hier. Ich könnte schwören, das hat jetzt schon was mit Wastelanders zu tun. Oder so. Hier kann man dann später durch. Hier ist so ein komisches Zahnradzeichen. Vielleicht ein Easter Egg von Gears of War. So, Foto. Cool.